Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood mit mir, Questmaster Ike und Ezio. Hallo. So, wie es scheint, haben wir das letzte Mal oder irgendwann vorher in ein paar Parts auch schon die Blaupause geholt für die Maschine von Leonardo. Dementsprechend werden wir jetzt auch hier direkt zum Tor gelotst, um eben diese Mission auch direkt zu beginnen. Da ich jetzt keine Ahnung mehr habe, welche Maschine es war, bin ich jetzt selber mal ein bisschen gespannt. Diese Leonardo-Missionen sind meiner Meinung nach relativ schwer sogar. Ein paar sind cool, aber sie sind auch teilweise echt schwer. Zum Beispiel das Fliegen konnte ich Oh ja, es ist Fliegen. Wow. Ich bin gerade hellauf begeistert. Krasser Scheiß. Ah, Flugmaschine 2.0. Leonardo hat seine Flugmaschine mit einer leichten Kanone ausgestattet und so eine tödliche Flugwaffe erschaffen. Die Borgia dürfen sie niemals einsetzen. Dafür ich. Okay, volle Synchronisation. Bei der Benutzung des Bombers nicht angeschossen werden. The fuck? Das packe ich doch nie. Gibt's dafür eine Map? Ja, es gibt. Was? Cool, es gibt wirklich eine Map. Guckt euch das mal an. Feuer, Feuer, Feuer. Okay, jetzt schauen wir mal, was ich denn machen kann. Das habe ich auf jeden Fall vermisst. Ich glaube nicht, dass ich hier irgendwie einen Bekanntheitsgrad habe. Dementsprechend kann ich jetzt eigentlich ganz gediegen eigentlich irgendwo rum. Natürlich klauen sollte ich nicht. Was soll ich denn machen? Einfach aus dem Kreis verschwinden? Oder jemanden suchen? Ach, den Architekten suchen, glaube ich. Ja. Da ist er. Oh, natürlich. Ah, ja, diese schönen Verfolgungsmissionen. Die gehen vielen Leuten in Assassin's Creed ziemlich auf den Sack. Ich meine, die denken immer so, hey, fuck, das hat überhaupt nichts mit Assassin's Creed zu tun. Beziehungsweise ist es halt scheiße langweilig. Tatsache ist, es ist wirklich langweilig. Ubisoft, das ist echt langweilig. Aber es hat halt echt irgendwie einen Skill, weil du eben dadurch Missionen schön aufbauen kannst. Eine gewisse Spannung indizieren kannst. Moment. Oh Gott. Sorry. Ich habe, glaube ich, niemals in einem Video genossen. Viele schneiden das raus. Ich glaube, ich werde es auch rausschneiden. Aber mal gucken. Jetzt kann auch der Typ zugucken. Nein, keinesfalls. Oh. Wo sind die Pläne? Hinter den Wachen. In meinem Haus. Es ist das Letzte. Und die Maschine? Im Turm ganz oben. In der Festung. Ezio, du hast das doch schon gesehen. Warum fragst du nochmal nach, wo der Scheiß ist? Ach. So, Moment. Die Pläne sind da. Okay. Das kriegen wir hin. Da können wir schnell hinlaufen. Ah, jetzt sind die Wachen vorsichtiger, weil der Typ mich natürlich verpetzt hat. Und dementsprechend muss ich jetzt auch ein bisschen. Oh oh. Lulululululululu. Ja, geh doch da rein. Oh, Scheiße. Lulululululu. Schade. Schade, schade, schade. Aber die Headbutt war cool. Das muss ich lassen. So, okay, dann gehen wir halt jetzt mal ein bisschen vorsichtiger hier um. Weil wenn ich nämlich ganz normal laufe, dann interessieren die Penner sich auch null für mich. Natürlich, wenn ich rumrenne wie ein Bekloppter, wie ich das normal immer tue, dann werden die auf jeden Fall aufmerksam. Dass da vorne erst ein Tor ist, damit ich da durchkomme, das ist ziemlich fail vom Architekten hier. Ach du Scheiße. Ja, wie soll ich denn da durchkommen? Etwa da oben rum? Waffenrad?
Waffenrad? Wo ist Waffenrad? Oh. Da ist das Waffenrad. Ha, der hat auch Assassinen-Skills. Ich bin mal gespannt, ob ich das schaffe. Ja, du bist zu nervös. Warum fällst du auch da jetzt runter? Oh oh. Das war natürlich sehr doof, was ich da jetzt gemacht habe. Okay, gut. Wenn er jetzt ein paar Missionserfolgreiche da eingeblendet bekommt, das passiert natürlich, weil ich ein paar Assassinen noch weggeschickt habe, bevor ich diesen Part... Ah, fuck. Angefangen habe. So. Burn! Stimmt, jede Mission hier ist ja so aufgebaut. Erst... So, ist die Frage. Wie mache ich weiter? Zum Bomber gelangen. Jetzt ist echt die Frage, wie komme ich da durch? Darüber. Falsche Richtung. Kommt da jetzt noch eine Gruppe? Ja, da kommt noch eine Gruppe. Oh, das war jetzt doof. Am Anfang war es nicht leicht, aber das, nun, da wieder Geld im Umlauf ist, konnte mein Mann seine Gruppe finden. Das war jetzt doof. Weil der Typ mich jetzt bestimmt gleich angreift. Aber wahrscheinlich bin ich auch selber getarnt vor ihm. Dementsprechend kann ich jetzt ganz gechillt in dieser Gruppe bis hinten zur Burg laufen. No, I'm over here. Sorry, dass ich immer Englisch rede, aber das ist halt einfach mein Stil. So. So, und ab geht's. Oh, es geht nichts ab. Es geht nichts ab. Es geht gar nichts ab. So, das war auf jeden Fall schon mal ein bisschen heikler. Ich meine, die Mission vorher ist cool, aber dann später das Ding zu vernichten, das ist einfach nur... Oh Gott, das ist so ein Graus teilweise. Die Frage ist, komme ich überhaupt so die Burg rein? Weil das Tor scheint sehr bewacht und mir scheint nicht, wie wenn da eine Gruppe hochläuft. Beziehungsweise überhaupt hochlaufen darf. Ich könnte natürlich wieder Assi sein und könnte alles abballern. Weil das sind so viele. Und vor allem, das ist noch Sperrbereich. Da werden mich direkt killen, wenn ich da durchlaufe. Dementsprechend suchen wir uns jetzt einfach einen anderen Weg. So. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Oh ja, das sieht sehr gut aus. Hello! Dass der das nicht bemerkt hat? Ah, ich habe Wurfmesser, das ist natürlich sehr gut. Täubchen, Täubchen, komm herunter. Okay. So. Jetzt konzentrieren wir uns. Wir müssen relativ in die Mitte, glaube ich. Oh shit. Das klappt so nicht. Das klappt auch so nicht. Dementsprechend kletter ich jetzt doch nochmal hoch, weil da war ja ein Holzbalken. Und das ist, glaube ich, doch die... Wow, das war jetzt Fail. Das scheint mir doch die bessere Alternative, um hier hochzukommen. Täubchen! Da drüben sieht's aus, wie wenn da ein Schatz ist bei dem. Damit der mich jetzt halt sieht, gehe ich mal hier rüber. So. Jetzt ist die Frage, ich darf ja nicht entdeckt werden. Die Frage ist, wie gut werde ich entdeckt hier an der Wand?
relativ gut. Ach, da unten. Ha! Okay, hätte ich das gewusst. Dann gehen wir einmal hier rum. Und sagen dem hier Hallo. Und gehen jetzt ganz gechillt in den Turm. Weil ich glaube, hier drin sind keine Wachen mehr. Und dementsprechend kann ich hier dann relativ fix hoch. Relativ fix hoch, sagte ich. Relativ fix hochklettern. Ich meine, der Architekt von dem Turm hier gehört verprügelt, weil so ziemlich niemand hier drin laufen kann. Außer ein Skilled Assassin. Huch, das klingt sehr nach Ziel oder nach Feder. Ah, ist doch sehr gut, dass meine Assassinen so erfolgreich heute sind. Das klingt auf jeden Fall sehr, wie wenn mein Ziel nah ist. Ah, ich sollte schon wieder aufhören mit diesen gefährlichen Moves hier immer. Am Ende falle ich nämlich doch wieder runter und wow, guckt euch den Himmel an. Die Würfe waren fehlerhaft. Alle, die probierten, starben. Ein paar explodierten gar, aber wir wissen... Oh, wie cool. Ich meine, das war, glaube ich, nicht mal unbedingt notwendig, dass ich das hier mache. Aber jetzt kommt der Scheißpart. Die wollen noch mehr Waffen herstellen. No, Leonardo, du hilfst mir, sie aufzuhalten. Jetzt gucken wir mal, ob das was wird. So, wie schieße ich denn? Wie schieße ich denn? So? Nee! Oh. Achso, der ist schon zerstört. Boah, ich stehe doch jetzt gerade. Achso, die Feuer! Stimmt! Ich muss ja über diese Feuer da. Damit ich wieder hochsteige. Das ist ja schön, das alte Assassin's Creed. Hier Flugsystem. Damit geht es nämlich immer dann schön hoch. Ich muss nur immer gucken, damit ich das dann immer so schön selber anzünde. Und am besten nicht stehen bleiben, denn sonst... wow! Ah, Gott, flieg da drüber. Bitte, 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 bitte. Nein, Ezio, no! Schon geht es doch viel besser, wenn alles brennt und zerstört ist. So, drei habe ich zerstört. Ich wundere mich gerade, dass ich das überhaupt so gut packe. So, jetzt fliegen wir hier natürlich immer schön über die Feuer. Dann bleiben wir nämlich auch oben. Ich muss hier nochmal zurückfliegen. Ja. Und. Das brennt alles schön. Oh Gott, fliegt nicht gegen den Turm. So, und das war's schon. Das war's schon. Ich habe gerade ein bisschen zittrige Finger. Und das Ding wird böse abzuknallen. Oh Gott, flieg hoch. Das Ding wird böse abzuknallen. Und doch nicht. Oh, so langsam traue ich mich ein bisschen was, hier rum zu düsen. Dann wird das Ganze nämlich auch viel cooler. Was ist denn das hier für ein Ding? Ich muss den hier abknallen. Oh Gott.
Oh, wurde ich getroffen? Ich weiß es nicht. Aber dadurch wäre, glaube ich, gesagt worden, hey, Ezio, du hast verkackt. Ich brauche jetzt diesen Karren da. Das hat doch geklappt, oder? Scheiße. Ich dachte aber eigentlich, ich habe ihn getroffen. Das war ja eigentlich doch gegolten. Ich habe ihn zweimal eigentlich getroffen. Naja. Das ist ja jetzt nicht mehr so... Alter, muss ich jetzt alles nochmal machen? Danke, dass ich nicht alles nochmal machen muss. Das geht doch! Das geht doch! Alles wunderschön. Und jetzt so in dem Gleitflug bleiben, damit ich jetzt wieder Schwung holen kann und zurückfliegen kann. Nur so fliege ich ein bisschen vorwärts. Und so haben wir es. Ich brauche ja ein bisschen Schwung hier auch. Beziehungsweise muss ein bisschen von oben. Damit ich... Oh, nee. Ach, ich kann mal selber die Feuer machen. Oh, wie doof. Oh, wie... Doof. Der war auch getroffen. Der war auch getroffen, verdammt. Dieser zweite Karren macht mir viel mehr Probleme. Am besten gucke ich, dass ich den hole. Und dann kann ich mir viel, viel Zeit beim anderen lassen. Weil der braucht viel, viel länger auch bis zur Dingens. Ach, wie doof, dass ich mir... klar, kann ich mich ja selber hoch... Also den treffe ich immer sehr gut. Ah. Nein. Och nein, jetzt ohne Shit. Jetzt ohne Shit? Jetzt wurde ich wirklich getroffen und dadurch wird die ganze Mission mir desynchronisiert. Och, das ist jetzt dumm. Weil ich echt sehr, sehr souverän hier durch bin. Und das mich halt jetzt ein bisschen anpisst. Ich denke so, fuck off Ubisoft. I'm much better than you. Und ich habe vergessen, dass ich... Seht ihr? Den da? Das geht ganz einfach. Nur für den hier, da brauche ich immer so ewig... Da, das muss doch jetzt klappen. Noch mehr Karren? So. No! Wow! Wow. Wie habe ich das überlebt? Natürlich glaube ich die Maschine. Was denkst du? Ich zerstöre euch auch. Ah. Wow, also diesen einen Move, wie ich das gepackt habe, das weiß ich nicht. Muss ich den jetzt auch noch packen? Deshalb hasse ich die Mission, weil man es einfach so ultra viel treffen muss. Habe ich den eben mit den Füßen runtergenommen? Das sah gerade aus, wie wenn ich ihn selber umgerammt habe. Aber ich glaube, sein Pferd ist aber umgekippt dadurch. Wow, was für R2-D2-Sounds sind denn das? Ah, schade. Das war cool. Wow, das war ziemlich fett. Das hat mich zwar jetzt ein bisschen angepisst, weil ich einfach die Mission verkackt habe, in absolut dumme Weise, weil ich echt sehr lange in der Luft war, ohne getroffen zu werden, aber naja, irgendwann... So wie Todd jetzt machen würde in Mario Party, oder Toad, wie einige ihn nennen. Egal. Okay, Hauptsache wir haben jetzt das da mal geschafft.
Und dadurch, dass wir jetzt auch so viele Missionen gemacht haben, gehe ich jetzt doch noch an den Taubenschlag und guck, was meine Assassinen gemacht haben zum Ende der Folge. Too much. So, der ist aufgestiegen. Machen wir ihn noch zum Super-Assassinen mit der Rüstung. Ihr wisst ja, ich mag das ja lieber, wenn die doch ein bisschen mehr aushalten. Der da, der kann auf Waffen gehen, meinetwegen. Das for low, da kann meinetwegen auch wieder verrecken. Wow, die hat ja gar keine Rüstung. Dass die sie überhaupt so lange überlebt hat. Aufträge. Ja, guck mal, was wir in Florenz kriegen. Oh ja, das ist doch perfekt für den einen hier. Das macht er allein. Auch wenn das normal immer verkackt. Aber das wieder wohl packen. So, und das machen die zu zweit. So, als nächstes noch dieser Auftrag. Das können ein paar von den höheren machen. Oh, der ist ziemlich groß. Den packen sie mit. Nee, ich könnte sie zwar schicken, aber wahrscheinlich gehen sie mal dann doch drauf. Und das kann der eine allein machen. Das machen die zu zweit. Oh, das bin ich mal gespannt, ob das... Oh ja, das können ein paar von uns machen. So, das machen die fertig. Und somit verabschiede ich mich auch wieder mit einem kleinen Taubenschlag aus dieser Folge Assassin's Creed Brotherhood. Hier mit mir und Ezio, der ultra cool aussieht in seiner schwarzen Robe. In der nächsten Episode werde ich wahrscheinlich noch mit ein bisschen was anderem spielen. Also mit einem anderen Skin. Und dann gucken wir mal, wie das uns Spaß macht. Und somit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge von Assassin's Creed Brotherhood mit mir, Questmaster Ike. Ciao.